das kein Objekt sein? Objekt verdeckt. Ah. Hier im Waschbecken vielleicht? Hä? Okay, jetzt ist es wieder weg. Kein Objekt geortet. Na, da komme ich schon noch drauf. Denke ich mal. Oh, sieh einer an, wir hätten das Glas einfach kaputt machen können. Hör auf, du Vandale. Das macht man nicht. Objekt verdeckt. Kein Objekt. Kein Objekt. Aha. Na, wahrscheinlich dann im Nebengang. Wäre jetzt so meine logische Vermutung. Boah, echt jetzt? Ich komme nur von den Seitengängen aus in die kleinen Nebengänge? Nerv nicht. Das hier sieht schon ein bisschen auffällig aus, ist es aber offenkundig nicht. Na, sag mal. So, hier haben wir jetzt auch noch den Fuß zu dem Arm, oder wie? Okay, mal so blind in den Raum rein fotografieren. Kein Objekt. Kein Objekt. Ein prahlender Reporter wird jedem zu viel. Doch vielleicht hat der Killer nun endlich sein Ziel. Jack Ryder haben wir ja leider gerettet. Vielleicht würde der sonst hier irgendwo rumtreiben. Heißt, am Ende ist es doch diese verdammte Puppe da in der Mitte. Ich gehe nochmal rum. Vielleicht finden sich irgendwo Hinweise für einen Reporter oder... Was natürlich auch sein könnte, ist, dass wir zufällig das andere Ding gefunden haben. Okay, wie ist das andere Rätsel? Willst du was verladen? Am besten eiskalt? Dann frag einen Vogel mit Hang zur Gewalt. Gibt's hier Hinweise auf den Pinguin? Falsche Taste? Okay, wer bist du? Irgendein Typ. Du? Leer. Nichts. Nichts. Nope.
du Reporter? Auch nicht. Aber es geht ja auch irgendwie darum, ein Ziel zu finden. Aber ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch, wie mir scheint. Ich gehe mal auf die andere Seite, gucken, ob ich da noch irgendwas Witziges, nicht Witziges, Nützliches finde. Zum Totlachen ist ja sowieso alles. Da muss nichts noch, nicht noch irgendwas wichtig reden. Muss nicht noch irgendwas witzig sein. Hier ist aber auch so rein gar nichts, oder? Na komm, Mörder, Ziel finden, Reporter, Opfer, irgendwie, bla. Das sind so Momente, wo ich gerne innerlich vorspulen würde. Ein prahlender Reporter wird jedem zu viel. Doch vielleicht hat der Killer nun endlich sein Ziel. Muss man irgendwas angegeben haben, sonst wäre nicht so in die Scheiße geritten worden. Ich wette, wenn ich sehe, ne, dann ist wieder, na klar. Was sonst? Wieso bist du so doof? Wenn ich nach oben gucke, ist das Objekt verdeckt. Also wahrscheinlich hier oben irgendwo. Bist du dir da sicher? Kein Objekt geortet? Objekt zu klein. Besser, wir kommen der Sache näher. Wie jetzt hier auch nicht? Nochmal nach da oben. Okay, jetzt ist es wieder weg. Immer so nebenbei. Ist noch so ein Ding irgendwo oben drauf? So auf den ersten Blick nicht, ne, immerhin. Das sagt der blanke Mal. Ich hatte es doch eben, da hieß das Objekt zu klein. Vielleicht, jetzt könnte es schon wieder sein, dass er von hier oben nach da unten, warte mal, vielleicht die Bilder, die auf dem Boden sind. Nein.
Boah, geht das jetzt eigentlich schon 15 Minuten so? Oder habe ich mittendrin auch was geschafft noch? So ist das Objekt zu klein. Na, ich sehe es, glaube ich. How I took down Deadshot, ne, wenn du meinst. Gut. Ich gehe dann mal weiter, ja? Gott, ist das anstrengend hier. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Sam. Willst du was verladen? Am besten eiskalt? Dann frag einen Vogel mit Hang zur Gewalt. Kalt? Wald. Also wir sind jetzt in dem Abteil, wo genau, wo mindestens eine Trophäe eingezeichnet ist. Ist das die letzte, die wir noch finden müssen? Eine, zwei müssen wir noch finden, okay. Zwei Trophäen und ein so ein Ding und noch, ich glaube, drei von den Kisten. Okay, nicht eiskalt. Nicht eiskalt. Nicht eiskalt. Simon's Deck. Öffnen. Und zum ersten Mal sind wir jetzt hier drin, oder? Da ist schon wieder so ein Abwehrschussding. Hä? War das jetzt nur eine Abkürzung, die wir genommen haben? Mir scheint fast so. Zwei davon. Kann ich da irgendwie von hinten kommen? Nein, ich wollte die Stimme auswählen. Simon's Deck. Öffnen. Goodbye. Abschussgeräte. Kreative Problemlösung. Wie komme ich jetzt da ran, verdammt nochmal? Okay. Ich könnte jetzt versuchen, hier rausfahren zu lassen, aber soll ich das machen? Das war doof? Mist? Fragezeichen? Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Ich habe die Kiste gefunden. Und bin erstmal baden gegangen. Erstmal wieder an Höhe gewinnen jetzt. Ich muss jetzt irgendwie wieder in das verdammte Luftschiff rein. Na komm. Ich habe schon ewig nichts mehr von Beaks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. Hallo, ist das hier ein anderes? Nee. Sieh mal an, zufällig ums ganze Luftschiff rumgeflogen. Um den ganzen Turm rum. So, wo sind wir gerade rausgekommen? Da unten. Schaffe ich es da auch wieder rein? Mal gucken, ob ich das
hingekriege vom Zielen her. Da müsste eigentlich, oder? Willst du was verladen? Am besten eiskalt? Dann frag einen Vogel mit Hang zur Gewalt. You name it, we'll freeze it. Bloodhaven. Gut. Den Flugbogen hätte ich gern mal gesehen. Ich kaufe denen das nicht ab. So, die Kiste meinte ich. Jetzt habe ich was zählen vergessen. Schade eigentlich. Ich glaube, zwei Kisten gibt es noch mindestens. Zwei oder drei. Eine Trophäe, wo kann die nur sein? Die eine, die wir auf dem Schirm hatten, ist weg, ne? Ja, natürlich ist die weg. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Öffnen. Ich würde schon sagen. Okay, die Dinger haben wir. Hier ist auch nichts mehr. Die haben wir, glaube ich, auch ganz heroisch damals eingesammelt. Die Frage ist nur, ist hier noch so eine Käferkiste zufällig irgendwo? Das wäre sehr schön. Nein? Ah, doch, hier war mal eine. Hat sich erledigt. Wieder instant Gänsehaut. Na gut, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.